Mir tut's wirklich leid für den VfL, der es heute nicht so verdient gehabt hätte, 0-1 zu verlieren. Insofern Bruno, Kopf hoch und weitermachen. Ein Kompliment für die Art und Weise, wie Wolfsburg heute qualitativ, aber auch von der Mentalität her aufgetreten ist. Aus unserer Sicht ein komplett anderes Gesicht als letzte Woche in Hoffenheim. Das Tor ist natürlich glücklich. Auch Ralf Fährmann, ist logisch, wenn du 1-0 gewinnst und beim Stand von 0-0 hält dein Keeper einen Elfmeter, kann man schon sagen, dass Ralf heute sehr wichtig war. In Summe sind wir glücklich über den Sieg. Was uns nicht gelungen ist, einfach das Ergebnis zu holen. Und ich denke, dass wir heute den Sieg hätten auch ein Stück verdient, aber zumindest noch mal das Unentschieden. Selbst nach dem 0-1 haben wir noch mal eine Riesenchance. Unterm Strich ist es schade und wir können uns leider damit nichts kaufen, aber wir müssen zumindest auf den Dingen aufbauen, die wir heute gut gezeigt haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen und den müssen wir jetzt auch so wiederholen auf Dauer.